Odamyat ist ein sehr schönes Wort. Übersetzt aus dem Tadschikischen heißt es Humanität. Saadi, unser berühmter Dichter aus dem Mittelalter, hat dieses Wort beschrieben. Geht es nur einer Zelle im Körper schlecht, so krankt der ganze Körper. Geht es nur einem Mitglied der Gesellschaft schlecht, so krankt die ganze Gesellschaft. Es ist heute aktueller denn je. Er meint natürlich, dass die Gesellschaft auch zur Hilfe verpflichtet ist, wenn nur schon ein einzelner Mensch leidet. Unsere Patienten nennen unser Zentrum Haus der Hoffnung. Bei ihrem ersten Besuch sind sie sehr verunsichert, kennen Odamyat nur vom Hörensagen. Sie kommen hierher, meist ohne große Vorstellungen, aber mit vielen Hoffnungen. Bei uns werden sie betreut und wir leisten zuerst eine Art von erster Hilfe. Wir verteilen pro Person ein Esspaket mit Spaghetti, Zucker, Butter, gekochter Milch, Tee und 2 Flaschen Öl und natürlich Hygieneartikel wie Seife, Zahnpasta und Waschmittel. Wir schicken sie in eine ärztliche Untersuchung. Die Aufnahme in unser Programm wird abgeklärt nach Kriterien der effektiven Armut, der Lebensumstände und des Alters. Guten Morgen. Vielen Dank für Ihr Kommen. Heute würde ich gerne mit Ihnen über Ihre Gesundheit sprechen. Ich weiß, dass Sie Probleme mit der Gesundheit haben, sonst wären Sie ja nicht hier. Einigen tut das Herz weh, die Beine oder Sie leiden unter Bluthochdruck. Früh am Morgen sind Sie bereits im Zentrum, die Gesichter voller Sorgen. Die Nächte sind schwer und oftmals ohne Schlaf, voller Angst, was der Morgen wohl bringen mag. Und Sie sind alleine. Wer an Gott glaubt, der kann beten, dann wird es leichter ums Herz. Nun waren viele von Ihnen früher Kommunisten und glaubten nicht an Gott. Für diese Menschen ist es sicher schwieriger. Und ich weiß, dass Sie viel für die Heimat, für die Republik geleistet haben und dass Sie diese schwierigen Zustände nicht verdienen. Bei uns bekommen Sie als erstes Lebens- und Arzneimittel. Aber wir möchten Sie auch zusätzlich unterstützen, Ihren Herzen die Last nehmen, Ihrer Seele wieder Freude geben, dass es Ihnen besser geht. Wir haben mit einem Psychiater eine kleine Broschüre geschrieben. Sie heißt »Zusammen machen wir die Welt besser«. На что? Баклажки собираю. Прошу милости. Ich sammle Flaschen. Ich bettle. Nicht weit vom Supermarkt. Gestern war ich dort. Russen geben mir Geld. Einige geben sogar einen Somoni, die anderen geben 20 Dirham. So sammle ich Geld und hole mir was zu essen. 2 Portionen Hirsebrei nehme ich. Ich bin aber immer noch hungrig. Zu Hause koche ich nichts. Ich habe keinen elektrischen Ofen zu Hause. Gas gibt es nur am frühen Morgen. Suadat und ich, wir haben eine sehr gute Ausbildung in Moskau erhalten und haben anschließend am Forschungsinstitut der Wissenschaftsakademie gearbeitet. Suadat ist Kardiologin und ich bin Immunologin, die einzige Spezialistin in Tadschikistan. Das Forschungsinstitut war das beste in der ganzen Sowjetunion. Es brach aber mit der Perestroika zusammen. Wir hatten plötzlich keine Aufgabe, keine Arbeit mehr. Ich saß an meinem Arbeitsplatz im Büro des Forschungsinstituts. Rosa kam zu mir und sagte, Suadat, es gibt da eine Sache, spezielle Fonds zur Unterstützung von nichtstaatlichen Hilfsprojekten. Lass uns etwas in diese Richtung machen. Wir könnten zusammen ein Hilfsprojekt auf die Beine stellen. Wir haben uns zu diesem Zeitpunkt nur flüchtig gekannt, immer in verschiedenen Abteilungen gearbeitet
und trafen uns nicht oft. Aber ich habe zugesagt. Unser Anfang war schwer. Wir hatten nichts, keine Heizung. Es war bitterkalt. Nur eine alte Schreibmaschine. Rosa formulierte und ich tippte. Wir schrieben viele Projekte. Eines davon hatte einen medizinischen Hintergrund mit der Grundthematik Hilfe für alte Menschen. Medizinische und soziale Hilfe. In dieser Sache kannten wir uns aus und Suadat hatte ihre Lizenziatsarbeit zu einem vergleichbaren Thema geschrieben. Der Bürgerkrieg ging zu Ende. Die Rebellen kamen zurück, mussten wieder eingegliedert werden und die wirtschaftlichen Probleme waren enorm. In dieser Situation fielen die Alten aus dem Handlungsfeld sämtlicher Fonds. Wir haben uns an alle gewendet, auch an amerikanische Fonds in Tadschikistan. Sie haben uns geraten, Hilfe außerhalb Tadschikistans zu suchen. Wir waren bei allen Organisationen und Botschaften. Am Ende haben wir einen Aufruf geschrieben, welcher über die deutsche Botschaft in den Westen gelangte. Wir haben einfach gehofft, dass irgendjemand auf dieser Welt reagieren wird. Und wir haben sehr viel Glück gehabt. Die Caritas Schweiz hat sich bei uns gemeldet. Das Hauptziel unseres Projektes ist die Gewährleistung eines anständigen Lebens für die alten Menschen. Wir arbeiten mit zwei Programmen. Das erste ist das Gesundheitszentrum mit etwa 2000 Menschen. Und das zweite ist die Hilfe zu Hause, das Programm Home Care. Das Programm Home Care mussten wir entwickeln, da einige unserer Patienten nicht mehr imstande waren, zu uns ins Gesundheitszentrum zu kommen. Es sind etwa 200 Menschen. Wir helfen ihnen zu Hause. Jeder dieser Patienten hat seinen eigenen Sozialarbeiter. Alles Freiwillige, meist selber alt, aber noch rüstig und gesund. Die Patienten werden täglich besucht. Einmal im Monat kommt zusätzlich ein Arzt mit auf die Tour, checkt die Patienten und verteilt die nötigen Medikamente. Für zusätzliche ärztliche Hilfe bilden wir ein Team von Spezialisten. Wir helfen aber nicht nur mit Lebensmitteln, Hygieneartikeln oder Medikamenten. Wir machen kleine Renovierungen, legen mal hier, mal da Hand an. Im Rahmen unseres Budgets versuchen wir, diesen Menschen so gut wie möglich zu helfen. Maria Gnevjeva lebt seit Jahrzehnten alleine. Sie hat niemanden, der sich um sie kümmert. Die Tochter ist aus wirtschaftlichen Gründen nach Russland ausgewandert. Maria wollte nicht mit. Sie lebt seit fast 70 Jahren hier in Dushanbe. Ihre kleine Rente reicht nicht. Sie hat alles verkauft, was sie konnte. Wir bringen ihr Medikamente und Lebensmittel und unterhalten uns über ihre Situation. Sie sagt, dass sie im Leben nie etwas Schönes gehabt hat, nur dass sie nie krank war. Aber jetzt braucht sie Hilfe. Alle diese Rentner sind sehr arm, erhalten nur eine minimale Pension. Im Durchschnitt etwa 14 Somoni, das entspricht in etwa 4,5 US-Dollar. Sie haben vor allem keine weitere Unterstützung. Unsere Hilfe ist für diese Menschen sehr wichtig. Sie sind zufrieden mit der Hilfe und der Arbeit der Ärzte. Wir unterhalten uns mit ihnen, besprechen Probleme und geben ihnen das Gefühl, dass sie nicht ganz alleine sind. Suadat ist die Idealistin und ich bin die Realistin. Ich führe gerne philosophische Gespräche und Rosa betrachtet die Dinge sehr konkret auf die Machbarkeit hin. Wir denken sehr unterschiedlich, aber zusammen kommt es gut. Vor kurzem kam Rosa zu mir und sagte, ich weiß nicht, ob wir immer zusammenarbeiten werden, aber eines weiß ich, wenn du im Nebenzimmer bist, bin ich ruhig. Und ich sagte ihr das Gleiche. Du bist im Nebenzimmer und ich fühle mich sicher.